Nachrichten des Tages. Heute mit Jana Pareigis. Schönen guten Abend und willkommen. Was an diesem Samstag im Sport passiert ist, erfahren Sie von Norbert König. Ja, in einer Viertelstunde ungefähr. Guten Abend. Unsere Nachrichtenthemen. Frankreich kommt nicht zur Ruhe. Nach erneuten Krawallen sagt Präsident Macron seinen Staatsbesuch in Deutschland ab. Auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit. Mehr als 30 Jahre nach der Einheit wird der Rentenwert in Ost und West angeglichen. Auf der Suche nach der dunklen Materie. Europa schickt das Weltraumteleskop Euklid ins All. Der in Frankreich von einem Polizisten erschossene 17-jährige Nahel ist heute beerdigt worden. Auch in der vergangenen Nacht kam es landesweit wieder zu Unruhen. Und sie könnten weitergehen. Präsident Macron hat daher kurzfristig seinen ab morgen geplanten Staatsbesuch in Deutschland verschoben. Von einer verheerenden Bilanz sprechen die Behörden. Seit Dienstag sollen landesweit rund 2.400 Menschen festgenommen worden sein. 200 Polizisten seien verletzt und mehr als 2.000 Fahrzeuge angezündet worden. Dazu gingen viele Gebäude in Flammen auf. Dutzende Geschäfte wurden geplündert. Anna Arendt berichtet. Besonders heftig trifft es dieses Mal Marseille. Plünderungen, zerschlagene Scheiben in der Innenstadt. Anwohner und Händler sind schockiert über die ungebremste, willkürliche Gewalt. Viele stehen nun vor dem Nichts. Es ist eine Katastrophe. Ich habe so etwas in meinem Leben nicht gesehen. Mir fehlen die Worte. Ich habe doch auch eine Familie zu versorgen. Was sollen wir nur machen? Wenn man will, dass sich etwas ändert, dann soll man das bei denen fordern, die dafür verantwortlich sind. Man fackelt doch nicht einfach das Hab und Gut der anderen ab. Die Randalierer sind zum Teil sehr jung, 13, 14 Jahre alt. Landesweit gibt es mehr als 1.300 Festnahmen. Und auch wenn diese Bilder aus Marseille eine extreme Gewaltbereitschaft zeigen, erklärt der Innenminister am frühen Morgen: Generell kann man sagen, dass die Ausschreitungen weniger heftig waren als in den Nächten zuvor. Und dann appelliert die Regierung an die Verantwortung von TikTok, Snapchat und Co. Die Brutalität der Bilder und Inhalte würde viele Jugendliche anheizen. Die Polizei beobachtet die Entwicklung mit Sorge. Was sich geändert hat, ist allein schon deren Ausrüstung und der Wille, sogar zu töten. Sie wollen wirklich Polizisten töten und Feuerwehrleute. Sie greifen die staatlichen Institutionen an, Kindergärten, Schulen, öffentliche Verkehrsmittel und Behörden. Es gibt für sie keine Regeln mehr. Der Tod des Jugendlichen, der am Nachmittag in Nanterre beigesetzt wurde, ist nur der Auslöser. Schon lange gibt es eine große Unzufriedenheit in den Vorstädten. Die Gründe dafür sind vielschichtig und daher wird es nicht leicht, die Unruhen nun wieder einzudämmen. Justiz und Polizei wurden mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet, doch in Marseille, wie in vielen Orten, haben sie Angst vor einer neuen Nacht der Gewalt und sichern bereits ihre Läden. Wegen der Unruhen hat Präsident Macron jetzt also seinen Deutschlandbesuch verschoben. Thomas Walde, wie ist das einzuschätzen? Also Bilder eines friedlich auf der Spree schippernden Macrons, während zu Hause die Hütte brennt, das wäre hier nicht gut angekommen. Diese Absage ist eine Niederlage für Macron. Sie zeigt, dass der Élysée damit rechnet, dass es zu weiteren Ausschreitungen kommt, dass Macron gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, um nötigenfalls auch noch selbst einzugreifen. Und das relativiert dann auch die Aussage des Innenministers, die wir gerade gesehen haben, dass es doch in der vergangenen Nacht nicht so schlimm gewesen sei wie in den Nächten zuvor. Es ist bereits das zweite Mal, dass so etwas passiert. Der Staatsbesuch des britischen Königs wurde abgesagt wegen der Proteste gegen die Rentenreform. Und so werden zwei Staatsbesuche zu Symbolen für die Lage in Frankreich und für Macrons Handlungsfähigkeit. Danke für diese Einordnung, Thomas Walde in Paris. Nach 10 Jahren wird ja die UN-Mission in Mali beendet. Auch die deutschen Soldatinnen und Soldaten werden bis Ende des Jahres aus dem westafrikanischen Land abziehen, deutlich früher als geplant. Darauf sei die Bundeswehr eingestellt, zumal die Rückverlegung seit Wochen vorbereitet werde und bereits laufe, sagte dazu jetzt die Wehrbeauftragte des Bundestages Eva Högel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Gute Nachricht für die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland. Ab heute gibt's mehr Geld. Die Renten steigen. Im Westen und sogar etwas stärker im Osten. Damit gilt knapp 33 Jahre nach der Wiedervereinigung erstmals ein gleicher Rentenwert. Bedeutet,
Ostdeutsche Rentnerinnen und Rentner bekommen künftig bei vergleichbarer Erwerbsbiografie die gleiche Rente wie Menschen im Westen. Wie das ankommt, berichtet Cornelia Schiemens. Was werdet ihr denn machen, wenn ihr dann nach der Rentenerhöhung so einen Haufen Kohle mehr habt? Beim Leipziger Seniorenkabarett Spottvögel ist die Rente ein emotionales Dauerthema. Die ehrenamtlichen Darsteller, allesamt selbst Rentner, treffen den Nerv ihrer Zuschauer. Das Thema Rente ist natürlich etwas, was unser Publikum auch ganz stark interessiert. Denn oft sind es Leute im älteren Lebensbereich, die keine anderen Einnahmequellen mehr haben und keine anderen Möglichkeiten, sich das Leben angenehm zu machen, als über die Rente. Jedes Jahr zum 1. Juli steigen die Renten. Davon profitieren rund 21 Millionen Ruheständler. Im Westen steigen die Altersbezüge in diesem Jahr um 4,39%, im Osten um 5,86. Und erstmals gilt ein einheitlicher Rentenwert. Ab sofort liegt dieser deutschlandweit bei 37,60 Euro. Wir schließen jetzt die letzte Lücke deutsche Einheit im Sozialgesetzgebung. Das ist ein Jahr früher als sogar gesetzlich vorgesehen. Das hat die Ursache darin, dass die Löhne zum Glück im Osten schneller gestiegen sind, insbesondere aufgrund der Einführung und Erhöhung des Mindestlohns. Und das ist ein großer gesellschaftlicher Fortschritt. Doch es bleibt dabei, insgesamt haben ostdeutsche Rentner weniger Einkommen. Denn für 91% von ihnen ist die gesetzliche Rente die einzige Einnahme. Die haben dort weniger Vermögen, konnten weniger betriebliche Renten aufbauen. Das alles schlägt sich dann nieder in einem niedrigeren Lebensstandard. Und das ist natürlich ein Problem. Dass die Renten in Ost und West nach 33 Jahren angepasst sind, trifft in Leipzig auf Zustimmung. Finde ich gut, wurde langsam Zeit. Ich habe meinen Rentenbescheid schon bekommen. Ich kriege 70 Euro mehr, finde ich erstmal gut. Die Spottvögel jedenfalls verlieren ihren Humor nicht, egal wie hoch die Rente ist. Es gibt auch, wenn's euch wundert, Spaß noch mit 100. Und bevor es ernst wird, lacht euch ein. Und auch für alle, die Bürgergeld bekommen, gibt es Neuigkeiten. Sie erhalten verstärkt Zuschüsse, um Berufsabschlüsse nachzuholen oder sich weiterzubilden. Außerdem werden die Freibeträge für Erwerbstätige erhöht. Einkommen aus einem Schülerjob, einer Berufsausbildung oder einem Freiwilligendienst sollen bis 520 Euro gar nicht mehr auf das Bürgergeld angerechnet werden. Und auch sonst ändert sich heute zum 1. Juli einiges. Pflegebeiträge, Paketporto, Kurzarbeitergeld, das alles haben wir für Sie zusammengefasst in der ZDF-Heute-App. Weniger Zettelwirtschaft in Arztpraxen und Apotheken. Dafür soll das E-Rezept sorgen. Seit heute reicht die Versichertenkarte, um es einzulösen. Doch das E-Rezept ist bislang eher ein Ladenhüter. Seit den ersten Tests vor 2 Jahren sind gut 2,2 Millionen elektronische Rezepte eingelöst worden. Zum Vergleich, im selben Zeitraum stellten Arztpraxen rund 900 Millionen Papierrezepte aus. Über den neuen Digitalisierungsanlauf Petra Otto. Seit heute ist der rosa Zettel ein Auslaufmodell. Jetzt soll endgültig auch in Deutschland kommen, was in Schweden oder Portugal längst Standard ist, das E-Rezept. Ruven Steeb, technikbegeisterter Apotheker, findet das prinzipiell prima, wenn es nur nicht so verwirrend wäre. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass der Arzt so einen Ausdruck macht. Mit QR-Code. Tatsächlich ist es einer der Wege. Ein Ausdruck auf einem Stück Papier ist Digitalisierung in Deutschland. Möglichkeit 2. Man kann sich das Rezept über eine App aufs Handy spielen lassen mit einer PIN von der Krankenkasse. Und drittens. Neu hinzu kommt ab 1.7. die Möglichkeit, sich das nur auf die Karte speichern zu lassen, den Schlüssel, und dann in der Apotheke einzulösen. Hier sind sie längst bereit. Alle Geräte für alle Varianten da. Aber bisher kommt kaum jemand mit so einem E-Rezept. Die Akzeptanz wird in den nächsten Wochen deutlich zunehmen. Jetzt ist der Moment, wo das einfach gemacht werden muss. Wir haben lange genug gewartet. Das E-Rezept ist an der Zeit. Wir sind bei der Digitalisierung viele Jahre hinter dem Plan. Das muss aufhören. Doch Jürgen Delaporte, Hausarzt, will das alte Rezept behalten, sich nicht abhängig machen von Technik, die seines Erachtens zu wenig ausgereift ist. Diese Freiwilligkeit, die ist das, was mir so wichtig ist. Dass man das wie so Schieberegler einführen kann. Und wenn es gut ist, dann machen es alle. Aber nicht dieser Zwang, dass ich das System umstellen muss und dass ich auf einmal die roten Rezepte, die viele meiner älteren Patienten so lieben, gar nicht mehr ausstellen kann.
Bis Jahresende gibt ihm der Gesundheitsminister noch Zeit, sich mit dem E-Rezept vertraut zu machen. Kommen wir zum wohl größten Medikamentenskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte, Contergan. Durch das Beruhigungsmittel erlitten tausende Menschen schwere körperliche Schäden. Dennoch kämpfen Betroffene auch noch Jahrzehnte später um angemessene Entschädigungen. Eine staatliche Stiftung lehnte bislang 80% der Anträge auf eine Rente ab. Etwas Hoffnung macht jetzt eine Entscheidung eines Gerichts in Nordrhein-Westfalen. Susanna Santina. Beim Contergan-Verband Hessen, der heute sein 55-jähriges Bestehen feiert, freuen sich alle, dass die Ablehnung vieler Contergan-Renten juristisch überprüft wird. Diejenigen, die offensichtliche Schäden durch den Contergan-Stoff Thalidomid haben, wie verkürzte Arme, bekamen meistens die Rente. Anders als die, die etwa gehörlos sind, sehbehindert oder missgebildete innere Organe haben. Markus Storck hat nur eine Niere, ist zeugungsunfähig und hat schwere Schäden an der Wirbelsäule. Sein Antrag wurde abgelehnt. Die 8 Ärzte, die mich begutachtet haben, haben mich alle persönlich gesehen und bestätigt, dass ich eine Thalidomidschädigung habe. Die beiden Ärzte, die mich abgelehnt haben, nämlich die Medizinische Kommission der Contergan-Stiftung, diese haben mich nie gesehen. Wir möchten eine Contergan-Stiftung, die auf unserer Seite ist, dass sie unser Wohl haben wollen und nicht, wie wir oft erleben müssen, gegen uns arbeitet. Durch die Contergan-Stiftung hatte der Staat die Haftung für die Firma Grünthal übernommen. Deren damals rezeptfreies Medikament Contergan wird verantwortlich gemacht für schwere Missbildungen von tausenden Kindern, die Anfang der 60er Jahre zur Welt kamen. Später konnten die Betroffenen eine Contergan-Rente beantragen. Doch seit 2009 hat die staatliche Contergan-Stiftung nur 200 von 1000 Anträgen anerkannt. Das OVG Münster urteilte nun in erster Instanz, dass es bei der Stiftung wohl Verfahrensfehler gab, weil nur eine Person hauptsächlich entschieden habe. Obwohl das Gesetz vorschreibt, dass sich der Vorsitzende zusammen mit 4 Ärzten an einen Tisch setzen muss und dann gemeinsam beraten werden muss, wie über diesen Antrag entschieden werden soll. Die Contergan-Stiftung teilt uns schriftlich mit, dass man das Urteil der zweiten Instanz abwarten wolle und dann alle notwendigen Maßnahmen ergreifen werde. Viele Betroffene hoffen auf ein Stück Gerechtigkeit. Sie fühlen sich seit vielen Jahren im Stich gelassen. Spaniens Ministerpräsident Sanchez ist in Kiew. Sein Besuch hat symbolische Bedeutung, denn seit heute hat Spanien den EU-Ratsvorsitz. Sanchez bekräftigte, dass Spanien den Beitritt der Ukraine zur EU unterstützen werde. Der spanische Regierungschef sagte mittleren und kleinen Betrieben finanzielle Unterstützung zu. Präsident Zelensky warf dem Westen vor, die Ausbildung ukrainischer Piloten an Kampfflugzeugen aus US-Produktion zu verzögern. Noch immer gäbe es keinen festen Termin für den Beginn des Pilotentrainings. Beim schweren Unfall im Westen Kenias sind mindestens 52 Menschen getötet worden. Ein Lastwagen war am Freitagabend von der Fahrbahn abgekommen, raste in mehrere andere Fahrzeuge und die Stände eines belebten Marktes am Straßenrand. Die Polizei befürchtet, dass die Zahl der Toten noch steigen könnte. Dutzende Menschen wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Um ähnliche Unfälle zu vermeiden, will Kenias Regierung Märkte künftig von Schnellstraßen an andere Orte verlegen. Die Niederlande waren einer der letzten europäischen Staaten, die Menschen in den Kolonien versklavten. Vor 150 Jahren, am 1. Juli 1873, kamen viele endlich frei. Nun hat König Willem Alexander bei den Nachfahren offiziell um Entschuldigung gebeten. Ab dem 16. Jahrhundert waren sie aus Afrika nach Südamerika verschleppt worden, oft ins heutige Suriname, einst niederländische Kolonie oder auf mehrere Antilleninseln. Schätzungsweise 600.000 Menschen wurden versklavt. In Erinnerung daran wird der 1. Juli als Tag der zerbrochenen Ketten begangen. Gunnar Krüger. Gedenken unterm Regenschirm. Entschuldigungen hörten sie schon viele, aber bislang nicht vom höchsten Mann im Staat. Heute stehe ich vor Ihnen. Als Ihr König und als Teil der Regierung bitte ich um Entschuldigung. Jubel bricht aus in Amsterdams Osterpark. Ich empfinde das zutiefst, mit Leib und Seele. Sklaverei. Die Geschichte dieses Geschäfts wird in den Niederlanden immer besser erforscht. Allein das Königshaus verdiente daran über 500 Millionen Euro, nach heutigen Maßstäben.
Öl auf die Handgelenke, das steht für den Schmerz der Ketten. Der 150. Jahrestag in Amsterdams Osten. Hier haben sie verschiedene Wurzeln. Hier sitzen sie Angesicht zu Angesicht. All die Rituale, die symbolischen Handlungen, der Chor, das Essen, das dient dazu, ein sicheres Umfeld zu schaffen für das schwierige Gespräch über Unterschiede. Das Ergebnis ist, im besten Fall, ein neues Zusammenleben. Die Entschuldigung ist sozusagen der erste Schritt, um zu sagen, ja, das Unrecht ist passiert, wir schauen uns das an. Der zweite Schritt ist dann eigentlich, ja, wie muss man sozusagen jetzt Konsequenzen daran verbinden? Ob auf die Entschuldigung eine Entschädigung folgt und wie die aussehen könnte, darüber wird in den Niederlanden weiter gestritten. Von der Erde nun in die Weiten des Weltraums. Bilder von unserer Milchstraße, von sogar weit entfernten Galaxien. All das haben wir irgendwie schon mal gesehen. Und doch sind wir sozusagen fast blind, wenn wir ins All schauen. Denn das besteht wohl zum größten Teil aus dunkler Materie und dunkler Energie. Diesen zwei großen Unbekannten nachspüren soll ein neues ESA-Teleskop Euclid. Vom Start in den USA heute Christian von Rechenberg. Spitzentechnologie auf dem Weg ins All. An Bord einer Falcon 9 Rakete das Euclid-Teleskop der ESA. Es ist 2 Tonnen schwer, besteht aus 2 Modulen. Eines, das den Raumflug steuert, und eines, das am Ziel die Aufgabe erledigt: Galaxien vermessen. Euclid ist eine Mission, die 10 Milliarden Jahre in die Vergangenheit zurückblickt, auf die Entwicklung unseres Universums. Um dies zu tun, benötigen wir sehr, sehr empfindliche Instrumente. Kameras, die Licht im sichtbaren und unsichtbaren Bereich erfassen. So empfindlich, dass spezielle Schutzschilde montiert sind, die Sonnenstrahlen abhalten. Unverzichtbar, denn Euclids Arbeitsplatz im All ist auf halber Strecke zwischen Erde und Sonne. Ein Ort mit perfekter Sicht auf jenen Teil des Alls, den man von der Erde aus so präzise nicht erfassen kann. 6 Jahre lang macht Euclid hier draußen seine Aufnahmen. Wir werden in diesem Zeitraum mehrere Milliarden Galaxien abbilden, woraufhin die Wissenschaftler dann im Grunde analysieren werden, wie dunkle Materie und dunkle Energie in unserem Universum verteilt sind. Nur 5% davon sind bisher erforscht. Diese Mission wird buchstäblich Licht ins Dunkel bringen. Bis das Teleskop aber an seinem Arbeitsplatz ankommt, wird es eine Weile dauern. 4 Wochen ist Euclid erstmal unterwegs. Zum Ziel in 1,5 Millionen Kilometer Entfernung. Und Dressur, wie von einem anderen Stern, sieht man auch immer mal wieder von der deutschen Equipe. Und heute in Aachen gab es ja ein Jubiläum, Norbert. Ja, den 40. Sieg einer deutschen Mannschaft beim CHIO in Aachen. Und in der Einzelwertung war die zweimalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl mit ihrer vierbeinigen Begleiterin Dallera nicht zu schlagen. Ein Lob für Dallera nach einem perfekten Tag beim größten Reitturnier der Welt. Im Dressurviereck von Aachen gelingt Jessica von Bredow-Werndl auf ihrer Stute eine Prüfung voller Anmut und Grazie. Trotz kleiner Fehler, 81,021 Punkte genügen den beiden im Grand Prix-Spezial zum Sieg vor der Britin Charlotte Dujardin und Nanna Scott-Bodmereld aus Dänemark. Ich bin total dankbar. Ich habe es heute ein bisschen spannender gemacht als am ersten Tag, weil ich 2 sehr teure Fehler mit eingebaut habe. Aber der Lehrer ging fantastisch. Auch Sönke Rotenberger mit Fendi, Isabel Wert auf Qantas und Frederik Wandres mit Bluetooth überzeugen. Sie sichern sich mit Jessica von Bredow-Werndl und der Lehrer den begehrten Sieg im Nationenpreis. Morgen ab 16.15 Uhr senden wir live aus Aachen dann den großen Preis der Springreiterinnen und Springreiter. Der Brite Adam Yates hat die Auftaktetappe der 110. Auflage der Tour de France gewonnen. Gestartet wurde zum ersten Mal seit 1992 im Baskenland. Der Zieleinlauf nach knapp 4,5 Stunden wurde zu einer Family Affair. Der Rundkurs mit Start und Ziel in Bilbao hat es in sich. 182 Kilometer lang, 3300 Höhenmeter. 10 Kilometer vor dem Ziel zieht sich das Feld bei bis zu 20% Steigung auseinander. Die Tourfavoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard souverän als Erste oben auf dem Côte de Pique. Kurz vorm Ziel setzen sich 2 Fahrer ab, die Zwillingsbrüder Yates. Adam siegt vor Simon Yates. Der Brite gewinnt die schwere Auftaktetappe. Bester Deutscher Emanuel Buchmann als 24.
Ricarda Funk hat in Krakau im Kanuslalom zum dritten Mal in ihrer Karriere den EM-Titel im Kajak-Einzel gewonnen. Die Olympiasiegerin aus Bad Neuenahr sicherte ihrem Verband damit einen Quotenplatz für die Spiele im kommenden Jahr in Paris. Und Formel-1-Weltmeister Max Verstappen feiert seinen nächsten Sieg. Mit dem Erfolg beim Sprint von Spielberg hat er außerdem seinen Vorsprung in der WM-Gesamtwertung weiter ausgebaut. Der Niederländer gewinnt auch das kurze 24-Runden-Rennen in Spielberg. Damit gehen alle 8 Grand Prix und beide Sprints an das Weltmeisterteam. Red Bull-Kollege Sergio Perez erreicht Platz 2 vor Carlos Sainz und Ferrari. Nico Hülkenberg, der in 189 Rennen nie die Top 3 erreichte, liegt bis zur Halbzeit auf Platz 2, verliert an Positionen, wechselt auf Trockenreifen und holt als Sechster am Ende 3 WM-Punkte. Mit dem Sieg baut Verstappen seine WM-Führung auf Perez vor dem großen Preis morgen damit auf 70 Punkte aus. Und das richtig lange Rennen gibt's dann morgen. Dankeschön, Norbert. Das Wetter bleibt abwechslungsreich. Gleich mehr dazu von Christa Orben. Das Heute-Journal können Sie an diesem Abend um 22.45 Uhr sehen mit Marietta Slomka. Tschüss. Ja, guten Abend. Heute bekam die Natur genau das, was sie braucht, nämlich leichten Landregen. Der zieht jetzt aber über den Südosten ab und es wird schon wieder trockener. Der Norden allerdings bleibt in der Nähe der Tiefdruckzentren. Und das bedeutet zum einen Höhenkaltluft, in der sich heute Nacht an den Küsten zunehmend Schauer entwickeln. Zum anderen frischt der Westwind stark auf mit stürmischen Böen an der See. Außerdem regnet es im Südosten leicht, aber so richtig viel ist das alles nicht, morgen schon gar nicht. Da gibt es anfangs an den Alpen noch Restregen, an der Küste weiter einige Schauer. Sonst wechseln morgen Sonne und Wolken und es fällt kaum mal ein Tropfen. Aber es wird windig für alle, vor allem an der See mit stürmischen Böen bis Sturmböen aus West. Die Temperaturen liegen in der Nacht recht einheitlich zwischen 12 und 16 Grad. Morgen an der Küste bei 18 bis 20, sonst bei angenehmen 22 bis 26 Grad. Und das ist auch die Spanne, mit der es in der neuen Woche weitergeht. Zudem bleibt es windig und immerhin für die Natur immer mal wieder auch nass, teilweise mit Gewittern. Interessant ist heute noch mal ein Blick etwas weiter. Der Temperaturtrend für Köln zeigt uns nämlich, dass das nächste Wochenende heiß werden könnte mit über 30 Grad. Wir sind gespannt und beobachten das für Sie weiter.